Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wie ihr seht, ich habe extra pausiert. Ja, wir sind wieder oben an der Spitze, nachdem wir zwei, dreimal gescheitert sind. Ich auch. Also, Quexi, ich kann dir nur The Witness empfehlen, wenn du Rätselspiele magst. Da kannst du so richtig das Hirn zerbrechen. Is that you? You're safe too. Barely. Still. How many people died trying to come here? People? I don't... Listen. Here, you see everybody else as sheep. But all these sheep, they're really human. There's got to be some reason why we were all brought here. What reason could there be? Why do we have to suffer like this? Who knows? But I do have an idea. An idea? Let's stop the speculation. It's just going to confuse us more. Uh-huh. You should think of what to do next. I'm hearing rumors of something big coming soon. You be careful now. Something big? Still, you're really getting the hang of things. There's nothing more I can teach you. This is aber schade. True. Come on, you gotta have something you can tell me. If we're lucky, we'll meet again. Hey, wait! Irgendwo werde ich sicherlich voll vor die Wand fahren. Wette ich. While on landings, you can learn techniques to help you climb higher. Aha. Crawling around blindly won't help you escape. There is valuable information to be found, and you can only find it here. Ja, guten. Bekommt man halt nur mit verrückten Frauen. Was? Okay. Ich kriege nur hier die guten Tipps. Nice. Dann speichern wir erstmal. Ich habe aber immer noch nicht die ganzen Also doch, so ein bisschen Schmuddelkram haben wir gehabt. Aber ich will mehr. Wer bist du denn? Oh, you're new here, am I right? Let me ask. Do you have any coins? You may have seen them lying around while you were climbing. I'll trade you useful items for them. Why would you rather have coins than an item? I'm a numismatist. I love money. There's nothing in life money can't buy. I've got a plaque with that on it in my office. No matter what world you're in, as long as you've got money, you can do anything. These gold coins are symbols, symbolizing money. And if that's the case, then I can save myself if I have enough of it. That's my theory, anyway. Oh, so you don't know... Okay! If you're still having trouble getting through a stage, you can buy items with coins. Kann ich die im Level kaufen, oder... If you are already carrying an item, it will be replaced if you buy a new one. Be careful. However, buying items makes it more difficult to earn the gold prize. Uh-huh. If you want an item, pony up some coins. Tonight's product is... The white cube creates a block in front of you. Okay. Kann ich das jederzeit kaufen oder kann ich es nur jetzt kaufen? So, Nicknacks erstmal mit Löffel essen. Wie bist du denn drauf? Das interessiert mich jetzt. Also, das ist ja kein Spoiler. Und ich hab überhaupt... Mir fällt das ein, ich habe gar keine Text gesetzt. Sollte ich hinschreiben. Ich habe mich komplett keine Text gesetzt, dass das ein Blindrun ist. Muss ich noch machen. Und dass ich keine Spoiler haben will. Ist ja kein Spoiler. Frage, kann ich das auch im Level kaufen oder geht das nur hier? Das, denke ich mal, dürft ihr mir beantworten können. So, Leute. Quexi, gerade du, der No-Return-Try hier gemacht hat. Eine Frage, wenn du schon nichts mit Löffel isst. Kann ich die jederzeit auch im Level kaufen oder nur hier? Nur dort? Ah, dann kauf ich einen. That'd be nice to have just in case. Alright, so. A smart. Okay, wir haben einen Händler scharf. I found this out just now. Yo, have we met before? Yeah. We survived because of the techniques I found, huh? Yeah, bring me some. Tell me some. Let me show you another great technique then. Okay. Und genau hier spielt das Spiel ab. Läuft. Ja! Ich liebe es, wenn Spiele abspielen. Ja, jetzt. Hier, guck mal. Das ist mein Windows. Auf was gespeichert? Klar habe ich gespeichert. Ich verstehe nicht, warum Catherine abschmiert. Das ist für mich noch das große Rätsel, was ich nicht verstehe. Warum schmiert Catherine ab? Ich muss das mal nachgoogeln.
Er kann ja nicht sein. Und jetzt kann ich hier die ganze Zeit... Warum habe ich das hier? Hab die Probleme heute auch mit anderen Spielen. Meinst du, das liegt heute nur am Spiel? So, warte mal. Dann kann ich in der Zwischenzeit ja hier mal gerade bei Twitch das ändern, dass wir einen Blindrun machen. Fällt mir gerade nämlich ein. Blindrun! Ach, warte mal. Vor allem sollte ich erstmal gerade die Seite aktualisieren. Hat er nur zwei? Natürlich habe ich zwei Speicherstein angelegt. Ich höre doch auf euch. Rätsel, Horror, Blindrun. Blindes Playthrough. Erstes Playthrough. Kein Backseat Gaming. Let's Play. Und was haben wir noch? 1, 2, 3, 4. Was nehmen wir denn noch? Am Anfang. Das ist eine gute Idee. Aktualisieren wir das Ganze doch nochmal. Nix mit Löffel, weil ich sonst nicht an der Tastatur nicht schreiben kann. Das ist auch eine gute Antwort. Okay, Catherine, was ist dein Problem? Wir starten dich nochmal und hoffen, dass du funktionierst. Das fängt ja gut an, Leute. Das fängt ja gut an. Atlas. The Econetric Ape? Eccentric Ape. Was ist ein Eccentric? Ich brauche mal ein Übersetzungsbuch. Begriffe, die ich nicht kenne. Strange. Möpse! Rote Schafe. Catherine! Catherine! Enjoy our story by taking control of our tormented main character. Schon so ein kleines Flittchen, ne? Luda, du. Continue the story from where you left off. Mit einer Schleife auch noch um eine Taille. Natürlich laden wir hier. Keine Ahnung, da sind wir bestimmt 3 Minuten davon gegangen. Kriegen wir hin. I found this out just now. Yo, have we met? You survived because of the tech. So, neue Technik. Tell me some. Let me show you another great technique. Allow me to explain suspending. Hä? Was soll das jetzt gebracht haben? Er hätte doch gleich schon hochgehen können. Hier kann er gleich hoch. Den schiebt er zur Seite. Noch einen weiter. Und geht hoch. Okay. This technique gives you more room to maneuver. Okay. Push a block off a ledge with nothing below it. As long as the edges connect, the block will remain in place. Okay, 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 okay. How's that? I'm a regular Blockologe. That's a good start. Try to remember this one too. Yeah, yeah. To explain pullback. Okay, das ist irgendwie eindeutig. Naja gut, aber das ist jetzt eine äußerst simple Technik. Da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. If you climb up and find yourself stuck, try pulling a block and backing down. Okay, 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 okay. By creating a stairway as you go down, you will be able to go higher than you could before. That's crazy. You knew that? Ehrlich gesagt, nein. Well, anyway, what I'm getting at is this kind of stuff has to become second nature to you. I okay. know. I can't just rely on my natural reporter's instinct. It's the truth. Just techniques, huh? I guess the trick is to learn as many of them as possible. Okay. Yep. You find any new moves, you come straight to me. This is coming from the executive. Alles klar. Fangen wir mal den Reporter. How high does this reach?
We found a landing of sorts here, so we should expect there to be other sets of stairs. Don't tell me we've got to go through this tomorrow, and the day after, and... Third time's the charm, right? I found this out just now. Da liegt wieder ein Schaf auf dem Boden und will mit mir reden. It's that sheep again. I gotta play dead. I'm not a sheep. All the sheep here are really human. Really? What? Really? I just pushed two sheep a little while ago. Einfach in Abgrund geschubst, böser Lumpto. Was ist mit dir hier? I saw a sheep fall past me on my way up. I can't get that scream out of my head. It won't go away. All you'll hear is your own death scream. You can stay here, but even this place will fall eventually. Krass. What's with all the cubes? I don't understand any of this. What should I do? Please help me. You just gotta climb. Learn some techniques to get higher. Techniques? Like what? Oh, come on, teach me. Anything. Maybe this will help. Allow me to explain the tornado. Okay, das ist clever. Das ist wirklich clever. Da muss ich mir aber sicherlich nachher richtig Kopf zerbrechen noch. Oh Gott, ich werde so häufig sterben. Ich sehe das schon. If blocks are stacked all over the place, calm down and pull them out one by one. Ich sehe mich jetzt schon tausendfach sterben. Move them aside and bring them down like a tornado. Then make a staircase and climb. Oh, is that how you climb? Wow, you're amazing. Oh, I think I can go on a little longer. I'm thinking about that technique you showed me, so I won't forget. I think the technique went like this. Allow me to explain. Okay, jetzt kommt der Tornado nochmal, alles klar. Ja. I think I'm gonna keep going. Okay. Hier, mit dir habe ich noch... Oh Gott, hier sind ja richtig Schafe zu reden. Monster! Fuzzy and fluffy at the same time. Struppig und gleichzeitig flauschig. Snap out of it. There's nothing like that anywhere near here. The monster talks. Oh fuck. Ich frag mich, ob ich ein Schaf mit einem Kissen bin. Bin ich ein Schaf mit einem Kissen? Hey, didn't you shove me just a few minutes ago? How dare you? You're just some sheep. I'll shove you next time. Hey, I heard that all the sheep here are actually people. New vielen lieben Dank für den Bit. Fuck you. I need to make sure I survive. This is horrible. Yeah, what good is having pity going to do you in here? No matter what happens to anyone else, I'm gonna live. No matter what happens to any. Ja, ja, ist okay. Ich guck mal, wie er geht. Das muss doch ungesund sein. Hat er ein Hohlkreuz? Hey, are you the same as me? Were you put down here by some trick? Why were we chosen? Do you know anything? Come on! How can I survive? I can't keep climbing! I don't know anything either. Listen, if you want to live, then climb. That's all you can do. Yeah, that's right. Gotta stay calm. Calm. Ah! Immer das Bedürfnis nach Exhausted Ideologe, dank Dark Souls. Okay, es sind Gewässer. So, kaufe ich mir jetzt noch den Block? Eigentlich ist es gut, immer einen Block dabei zu haben, glaube ich. Oh, you're new. Let me ask. Kevin, I'll trade you used. I'm a numismatist. I've got a plot. No matter what. These gold coins. And if that. Oh. Das hatten wir alle schon. Warum skippe ich das jetzt durch? Weil Spiel war abgeschmiert. Ein White Block. Ja, wir kaufen uns das draußen. Good choice. So, und weil Nice Choice, tue ich jetzt sicher aber auch ganz schnell speichern.
Nur für alle Fälle. So, ja, dann. Father, Flint! Hey. I told you, sit down first. Oh, man. You're here, Lost Lamb. He'll be answering another of my questions. Oh, God. I've had enough of this. A man's worth can't be measured by a single question. Das ist richtig. This is the second question. Number two. If you could choose a life of standing out from the crowd or fitting in, which would you choose? Abweichen oder mitlaufen? Das sind jetzt aber unterschiedliche Sachen. Wir haben gefragt, ob ich ein Außenseiter sein möchte oder in der Gesellschaft integriert. This one? Nicht abweichen oder mitlaufen. Außenseiter ja, aber integriert. Yeah, I don't know. Which one? This one? You've made your selection. I knew it! I'll answer your question this time. Little Lost Lamb. Ooh, nice this info. This entire place is an immense sanctuary. 8 Stockwerke. There are 8 floors. Oh. This is the second night, and only the second floor. Wait, so does that mean there's an end to this? If I can get to the end, I don't have to die? Don't get your hopes up. You'll never be able to reach the pinnacle. Anyway, listen. I hear the sounds of your night terrors approaching. Oh nee. Ich hätte gern ein bisschen mehr Schmuddelkram jetzt so langsam. What the hell's going on here? Ah, Sende Antwort. Schauen wir mal, wie das die meisten sich entschieden haben. Erhalte Ergebnis. Andere Spieler haben geantwortet. Abweichen. Daten schon. Jetzt bin ich schon bei Daten. Daten zur ersten Antwort anderer Spieler. Das finde ich nice. Alle sagen abweichen. Boah, jetzt gehe ich echt da oben zur Tür. Oh, muss ich jetzt echt am Stück 8 Stockwerke machen? Ich will ja eigentlich ganz gerne hier auch ein bisschen Schmuddelkram haben. Ne? You won't escape. What? That voice. Where have I? Hi. I won't let you escape. Hallo. What the fuck is this? Die Fingernagelfarbe kommt mir bekannt vor. Catherine. The fists of grudge have appeared. It's the current. Do not die. Edge. I'm not letting you get away. Edge. Right, I got it. Ja, nee, ist klar. I'll take this. Edge. Right, I got it. Und jetzt stehe ich hier. Time to use this. Knackiger. Do not die. Do not die. Das ist ein wundervoller Tipp, danke. Take responsibility. Ist er doch. Krass. Hab ich gerade. Alright, I got it. I found you. Alright, I got it. Nein.
Nein, ein Block daneben geschoben. Ich wollte... Oh Gott! Oh nein! Warte, meinst du, dass das meine Nägel auch die Farbe haben? Ja. Sieht krass danach aus, oder? Okay, ich habe gerade eben gerade irgendwas ganz doll doof gemacht. Nein. Ich muss jetzt hier gerade einmal hier das Ding raus. Okay, oh Gott, Gott, ich hatte bestimmt 3 Minuten oder so. Warum? How's this? Alright, I got it. Take responsibility! Ich kann den Block nicht schieben. Ich kann den Block... Doch, kann ich. Los, schub den Block! Oh Gott! Oh Gott, das wird noch übel. Hab ich schon die neueste Folge? Nee, ich nicht. Aber ich nehme die ganze Zeit auf. Geil. Habe ich den Knopf nicht gedrückt? Nee, muss vorbei sein. Ach nee, ich habe pausiert, weil ich genau... Oh, ich bin so durcheinander schon. Puh. So, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Slime.